So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim-Part. Wie ihr sicherlich wisst, ist in unserem letzten Part Staubin uns hier auf den Weg gelaufen. Wir haben mehrere, Magier gefunden, die hier unten in den Ruinen rumgelaufen sind. Und wir haben jedes Mal ein schönes Tagebuch gefunden, was ich sehr, sehr geil fand. Und dasselbe ist jetzt auch mit Staubin. Staubins Tagebuch, hier, wollen wir das doch mal lesen? Es war ein bisschen länger, also, ja, ein paar Seiten sind das. Fange ich einfach mal an, damit wir auch nichts überspringen und auch alles nach Plan abläuft. Also, nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Nahrungszell. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch. Nahrungszell vibriert vor Leben. Aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinabgelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit dem Studium dieses Baums außerhalb der Wohngebäude verbracht, können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem der Schüler zurückbleiben, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon drauf, seine Notizen zu diesem Thema zu lesen. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Zwergensachen haben die Falmer dank der robusten Dwemer-Schlüssel noch gar nicht gefunden. Eri sagte, er könne die Schatzkammer eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht. Aber wer hätte damit rechnen können, dass nur sie alleine Markart gesichert haben? Nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Falmer haben uns beobachtet und sind unseres Eindringen schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, während wir schliefen, und töteten die verbliebenen Wachen. Meridia, vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen. Aber ich musste diesen Ort weiter zum Leben erwecken. Zu viele konnten Schalter nicht drücken. Okay. Also rechne ich jetzt mal mit irgendeinem Schalter. Oder allgemein irgendetwas, was uns jetzt gleich begegnet. Boah. Okay. Was ist hier denn noch? Mehrere von diesen Spinnen. Ja, komm. Euch muss ich ja noch keinen extra Schaden hinzufügen. Weil das erübrigt sich ja schon von alleine. Ja, Zwergenöl brauche ich auch nicht. Ja, alles nichts Atemberaubendes, was hier, denke ich mal, bei sich tragen. Oh. Oh. Was ist denn hier hinten los? Oh, ein Falmer kämpft gegen so ein Viech hier. Diese Dwemer-Dinger. Und... Ey! Meine ich doch. Geh doch mal tot, du Scheißvieh. Hat doch alles geklappt. Hier sind sogar zwei, hat er mal eben ohne Probleme außer Rand und Band gebracht. Oh, es sieht so geil aus. Ich habe mir noch einen Monitor gegönnt. Und hier drauf sind die Unterschiede einfach mal enorm. Endlich das ganze Spiel überhaupt in Full HD zu spielen. Das ist ja... Da liegen wirklich Welten zwischen. Ich hoffe, dass sich dadurch auch die Videoqualität auf YouTube verbessert, weil ja jetzt die Eingangsqualität von der Auflösung her deutlich höher ist. Aber mal sehen. Das werdet ihr dann erfahren oder merken, wenn ihr diese Folge auf YouTube seht. So, das ist alles relativ unbelangt. Durchsuchen eine Truhe. Amulett von Dibella. Das nehme ich doch auch gleich mal mit. Diadem der Veränderung. Unnütz. Vergoldete Elfenrüstung. Die wäre eigentlich mega gut, aber brauchen wir leider auch nicht. Ja, Vulkanglasstreik kommt, der Betäubung kann bis zu 2 Sekunden leben. Nö, muss jetzt nicht sein. Feuerblitz. Müssten wir selbst als Magie gerade anhaben. Ja, Feuerblitz. Frostatem. Von Frostatem bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Muss ich ehrlich sein, dann steige ich lieber wieder auf den Feueratem um. Habe ich das Gefühl, dass er einfach mehr Schaden macht. Aber egal, weiter geht's in der Ruine. Und ich muss sagen, ich sehe hier gerade nichts Dolles. Hier scheint wieder eine Truhe zu sein. Was ist denn das? Ebenerzschild. Ja gut, das ist mir bis dato noch unbekannt. Ring der großen Magiker werde ich auch mal mitnehmen. Ebenerzschild. Schwere Rüstung. Da ist so ein Zeichen vor.
nehme das jetzt einfach mal mit und lege in der Zeit dafür irgendetwas ab. Wahrscheinlich wieder irgendwelche, hier kommen Lavendelklingen, irgendwelche blöden Sachen, die ich hier einfach nicht mehr brauche. Eisenbarren, komm davon hier ablegen. Die Hälfte können weg. Das ist einfach zu viel, was ich hier sonst mit rumtrage. Aber was konnte denn dieses Ebenerdschild? Ist es eigentlich besser als mein Vulkanglasschild? Ich glaube ja. Ich denke mal, da werden schon einige Punkte dazwischen liegen, auch wenn es eine schwere Rüstung ist. Ach, lass ich es jetzt einfach mal. Oh Gott, jetzt bin ich hinabgefallen. Ja, dann war es das wohl anscheinend mit dieser... Ja, mit diesem Trakt dieser ganzen Ruine, nenne ich es einfach mal so. Das gibt's doch gar nicht. Oh, oh, jetzt sind hier alle erwacht. Scheißding auch. Warum greifst du mich an? Du weißt doch ganz genau, du hast keine Chance gegen mich. Anstatt wir uns zusammen gegen den Großen. Nein, wir bepissen uns. Zack. Ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Oder habe ich irgendetwas ausgelöst? Zack, zack, zack. Sieg oder Sovngarde. Oh, jetzt ist er ins Wasser geplumpst. Ja, gut, das scheint es jetzt wahrscheinlich im Großen und Ganzen gewesen zu sein, denke ich mal. Oder ist hier noch irgendetwas? Ich kann das alles nicht einschätzen. Ich laufe jetzt einfach mal hoch. Den Weg habe ich ja fast vergessen. Komm, du kommst jetzt nicht mal an mich ran. Das ist auch sehr geil. Auf jeden Fall, hier muss ich irgendetwas ausgelöst haben, weil... Wo kommen wir hier hin? Gehe ich gleich mal hoch. Weil hier jetzt auf einmal die ganzen Dwemer-Teile in Rand und Band geraten sind. Hier ist ein schöner Fehler. Sehe ich euch auch nochmal. Zack. Und dann auch. Kriegst du mal hier so einen schönen Magie-Schuss in den Rücken. Gucken, was du so bei dir hast. Außer gar nichts. Okay, Zaubertränke der kleinen Heilung einfach mitnehmen. Soll mir jetzt auch relativ sein. So. Ey, bleib mal liegen. Warum haben die nun auf einmal alle Zaubertränke dabei? Das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt normal. Oh, sieht so geil aus. Ich schwärme mir sonst mal davon. Ich muss jetzt auch unbedingt nochmal in Full HD dann komplett Battlefield spielen. Da wird mir bestimmt auch, was weiß ich, ziemlich einer abgehen. Was ist das jetzt? Ausgrabungsstätte. Ja gut, das schiene dann ja der Eingang zu sein. Als wollen wir erst hier mit unserem Kollege Helm reden. Damit sich das hier hoffentlich erübrigt und ich denn da nicht mehr langschleichen muss, um endlich meiner Diebesgilde ein Stückchen voranzukommen. Oh. Jetzt muss nur noch meine neue Grafikkarte kommen und es ist einfach so ultimativ geil. Dann bin ich erstmal wieder für 2-3 Jahre versorgt und alles ist gut. Wie viele Minütchen laufe ich hier denn schon wieder rum? Mal gucken. 8, ja gut. Haben wir ein bisschen was geschafft. So ist es nicht. Hier ist auch schon wieder irgendein Fehler. Okay. Gehe ich hier mal raus. Also wenn es jetzt ab und zu laggt, wie gesagt, die Auflösung ist nochmal ein ganzes Stück hoch. Jetzt, wie gesagt, Full HD. Vorher habe ich einfach nur auf ganz normaler 22 Zoll Auflösung gespielt. Also nichts mit HD oder sonst was. Nehmt es mir nicht übel oder verübelt es mir einfach bitte nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade einfach extrem über diese YouTube-Qualität gespannt. Da bin ich echt neugierig. Weil vielleicht sieht man dann endlich mal einen groben Unterschied zwischen den normalen 720p und dann Full HD. Weil dann auch natürlich der Input qualitativ... Oh, da liegen Welten zwischen. Was ist es diesmal? Ich habe Nime getötet. Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Ja, bitte. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Ach, Quatsch, erzähl keinen. Und
Ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden, mein Lieber. Zeigt mal. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Danke. Hier. Normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. 1200, das ist gar nicht mehr so schlecht. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, gar kein Problem, beziehungsweise ich muss mich bedanken. Hals, Maul. Ihr glaubt einfach nicht, wie grandios das gerade aussieht. Mir fällt das gerade das erste Mal auf, was die Mods wirklich bewirken. Alter Falter. Jetzt will ich mir nochmal die Stadt angucken. Oh, jetzt wird sich bestimmt zu Tode lecken, aber das ist es mir wert. Das ist es mir ehrlich gesagt wert. Also die Schärfe der Texturen vom ganz normalen Sprung 22 Zoll auf Full HD, da sind ja enorme Unterschiede zwischen. Vor allem habe ich jetzt auch noch so einen riesen Bildschirm, 27 Zoll. Alter Falter, also das kann ich ja nun wirklich jedem nur empfehlen. Ja. Na, sagen wir so, es geht ja noch. Es ist jetzt nicht... Es ist jetzt kein Halsbruch oder Genickbruch, es ist nicht viel schlimmer als vorher, würde ich sagen. Nur nicht unbedingt gut. Aber warum filmt man hier denn Texturen? Das ist komisch. Das kann ja nicht am Monitor liegen. Also Respekt. Respekt, jetzt sehe ich erst, wie ultra gut das Spiel aussieht. Hier, ah, ist das geil. Egal, ich möchte damit jetzt gar nicht voll schwärmen, weil ihr das gar nicht unbedingt so seht wie ich. Gehen wir schnell wieder zurück. Es tut mir leid, ich musste einfach kurz einmal diesen Blick erhaschen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ich werde hier gleich auch nochmal off-air nochmal 2, 3 Züge ziehen, nochmal ein bisschen die Welt erkunden, weil mich das jetzt einfach so sehr fasziniert. Und das, ne, hier jetzt Level 32, jetzt erblüht sich erst das, was ich alles erst ins Spiel eingebaut habe. Okay, so, hoffentlich wird uns jetzt nicht wieder der Hals umgedreht, wenn wir hier hineingehen. Vor allem sind hier richtig viele Schlösser auf der Schwierigkeit Experte. Da kann man auch nochmal ordentlich Schlösserknacken steigern. Oder gehst du jetzt auch irgendwie los? Nee, ne? Nee, jetzt habe ich hier die offizielle Befugnis. Das ist beeindruckend. Ja, ne, weiß mir. Novize. Zack. Gar kein Problem. Novize. Zack. Auch kein Problem. Novize. Hoffentlich sind die alle vier komplett gleich. Sehr schön. Schon mal drei, die komplett gleich sind. Ah, komm, jetzt aber. So. Vitrine, normal. Obwohl, es sieht ganz schön scheiße aus, wenn ich hier alle so blöd öffne. Aber wo ein alles der Wille hinzieht. Och, komm. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Spielraum ist jetzt auch schon deutlich kleiner geworden. Noch das mache ich auf und den Rest mache ich gleich off-air oder irgendwann anders. Das ist ja relativ. So, das müsste der Punkt sein. Das reicht mir jetzt. Komm, hier, weiter geht's. Öffnen. Hineintreten. Und gucken, was uns erwartet. Ungefähr noch eine Minute haben wir nicht mehr ganz. Jetzt einfach mal auf alles gefasst, wenn ich ehrlich bin. Hier ist wieder dieses Öl. Ja, damit fängt es schon an. Eindringlinge werden sofort getötet. Ja, machen wir hier Ventil aktivieren. Was passiert jetzt? Ja, gut. Das betrifft natürlich immer mich. Jetzt bricht gerade die Framerate ein wenig ein. Ist da jemand? Lass dich einrichten. Ja.
Nicht schlecht. Was war das? Hilfe! Ah, komm hier. Stirb. Ist das alles, was ihr könnt? Und noch ein. Und das muss es mit dir gewesen sein. Jetzt! So, Kopf ab. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Durchsuchen wir dich mal. Was hast du hier? Schlüssel, Schlüssel. Wooden Club. Ja, das ist auch eine Waffe, die ich nachträglich eingefügt habe. Beziehungsweise ja nicht ich selber, aber eine Mod. Ja gut, eigentlich reicht mir ein einziges Mal der ganze Mist. Ja gut, wir müssen jetzt rein schon über die Minute drüber sein, aber das möchte ich euch jetzt nicht noch verwehren, was uns hier jetzt großartig erwartet. Außerdem wollen ja die meisten immer von euch längere Parts haben als 15 Minuten. Auch wenn ihr, ja, euch dann einfach nicht wundern müsst, wenn irgendwann mal ein Video von mir gesperrt wird, dass dann alle Videos weg sind und ihr sie euch nicht mehr angucken könnt. Aber das scheint die meisten von euch egal zu sein. Also gehe ich einfach dieser Bitte, sage ich mal, nach. Lehrling. Na komm, mach mal auf. Ja, bombig, direkt abgebrochen. Also hier, komm. Ah, so jetzt aber. Zwergenbad 1, 2, 3. Könnte eigentlich was ganz Interessantes sein, aber... Ja, juckt mich jetzt nicht so wirklich. Zumindest nicht so, dass ich jetzt richtig Bock habe zu lesen, weil wir haben in der letzten Zeit schon wirklich relativ viele Bücher gelesen. Was natürlich auch nicht jedermanns Sache ist, aber wenn es natürlich zur Quest gehört, lässt es sich ja nicht vermeiden. Oh, ist ja schon fast hier. Ah, so. Durchsuchen. Ja, komm, die paar Gegner kann ich. Können wir uns das hier eigentlich nochmal angucken. Dann sollte es jetzt nicht scheitern. Und hopp, hopp, hopp. Und jetzt geh nieder. Ja gut, irgendwie ist das mit dem Durchsuchen. Haben die nicht mal so viel Bock da drauf, habe ich das Gefühl. Ja! Mann, ich hab dir doch eine Waffe gegeben. Warum machst du denn damit nichts? Das regt mich irgendwie ein bisschen auf. Aber wahrscheinlich hat einfach gar keinen Bock. Dann soll's so sein. Ist mir jetzt im Endeffekt eigentlich auch relativ. Und schon haben wir jetzt nochmal einen Kopf abgeschlagen, weil wir einfach mittlerweile so unendlich viel Spaß dran gefunden haben. So. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen hoch oder runter. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen, speicher und sag bis zum nächsten Mal.